Die Abbildung zeigt die Graphen der Funktionen f mit f von x gleich 4 minus 4 durch x Quadrat und g mit g von x ist gleich 15 minus 3 x Quadrat, x größer 0, sowie die Gerade mit der Gleichung x gleich 1. Zeigen Sie, dass sich die Graphen von f und g an der Stelle x0 gleich 2 schneiden. Ich habe 2 in f eingesetzt und 2 in g eingesetzt. So ist es. Und Sie können natürlich auch f und g gleichsetzen. Und Sie können das auch ausrechnen. Das tut. Da kriegen Sie einen Riesenaufwand. Und dann ist natürlich klar, wenn Sie das an der Stelle so machen, dass Sie dann den ganzen Tag beschäftigt sind, ist ja logisch. Und denken Sie immer dran, eine gute Note in Mathematik hat auch etwas mit Geschwindigkeit zu tun. Ja, also, noch mal bitte erklären. 2 in f eingesetzt, also 4 minus 4 durch 2 Quadrat. So, also 4. 3. So, 4 minus 1, also 3 und weiter. Und g von 2 ist 15 minus 3 mal 2 im Quadrat, also auch 3. Ja, und dann 2 im Quadrat ist 4, 3 mal 4 ist 12, 15 minus 12 ist 3. So, damit haben wir die Gleichheit gezeigt. Und jetzt bitte nochmal die b vorlesen. Berechnen Sie den Inhalt der markierten Fläche. So, und die markierte Fläche, Integral von 1 bis 2. Und dann? G von x. Weiter? Minus 4 minus, also f von x. Mit diesem Ansatz, quasi oben minus unten. So müssen Sie das rechnen. Gut, also so sieht es aus. Und das ist das Integral von 1 bis 2. Das g von x ist 15 minus 3x² minus das f von x ist 4 minus 4 durch x² dx. Und dann fassen Sie das so ein bisschen zusammen. Zuerst lösen Sie die Klammer auf. Dann statt des 4x, 4 durch x Quadrat können wir 4x durch minus 2. Damit wir die Potenzregel anwenden können, schreiben. Und die 15 minus 4 zusammenfassen dann zur 11. Aber jetzt mache ich direkt Stammfunktion. Wie lautet hier die Stammfunktion? Ja? 11x minus x hoch 3. Minus. Also ich schreibe plus 4 minus 1 durch minus 1. So funktioniert das und das setzen wir ein. Das ist also 22 minus 8 plus jetzt 2 hoch minus 1. Was ist denn 2 hoch minus 1? Ja? 1/2. Ja, darf man nicht vergessen. Also steht da 4 mal 1/2, also minus 2. Und dann setzen wir die 1 ein, minus 11. Minus 1 hoch 3, das ist 1. Aber da steht nicht Minus, sondern Plus, oder ich mache die Klammer, mach besser eine Klammer. Und dann Minus, wenn ich hier die 1 einsetze, kommt minus 4. Ja, und wenn man das zusammenrechnet, vielleicht lösen wir die Klammer noch auf. Also das heißt, da habe ich 22 minus 2 ist 20, minus 8 ist 12, 11 minus 5 ist 6, 12 minus 6 und dann kommt 6 raus.